eine Arbeit, die, darf ich glaube ich vorwegnehmen, sozusagen aus einer Qualifikationsarbeit entstanden ist, aus einer Masterarbeit. Und die Masterarbeit ist derartig gut gewesen, dass, was selten genug der Fall ist, sofort daraus auch ein Buch entstanden ist, von dem, glaube ich, also man noch weiter hören wird und über das wir heute Abend unter anderem diskutieren werden. Pablo Schmelzer hat in Göttingen, an der Sorbonne und in Göttingen, an der Sorbonne und in Bonn, Forum, Literaturgeschichte und Geschichte studiert. Er hat dann seine Masterarbeit in der Geschichte in Göttingen unter anderem angefertigt und ist seit 2020 bei uns am Hamburger Institut in der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit zunächst Stipendiat gewesen und seit kurzem ist er hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Sein Projekt, das neue Projekt nach diesem Buch, lautet Im Namen des Volkes, rechte Gewalt und Diskurse einer bedrohten Ordnung in Deutschland zwischen 1970 und 1993. Also er wird sich quasi in seinem neuen Forschungsprojekt über rechte Gewalt beschäftigen, mit rechter Gewalt beschäftigen und geht damit in eine völlig andere Richtung als das, was sozusagen in diesem Buch hier verhandelt wird. Wir reden heute über die Black Panther Party und deren Rezeption in der deutschen Studierendenbewegung. Und es gibt wohl wahrscheinlich niemanden, der unter anderem dies besser kommentieren könnte, der besser mit Pablo Schmelzer ins Gespräch kommen könnte als Petra Terhoven. Petra Terhoven, wir kennen uns aus der Göttinger Zeit, ist Professorin an der Universität Göttingen. Sie ist Professorin für europäische Kultur und Zeitgeschichte. Sie hat promoviert mit einer Arbeit, einer kulturhistorischen Arbeit zum italienischen Faschismus. Sie ist auch eine große Italienkennerin von Anfang an und ist dann über verschiedene Stationen in Kiel, wo sie wissenschaftliche Assistentin war, dann unter anderem als Juniorprofessorin und jetzt als Professorin, das klingt komisch, als richtige Professorin, sozusagen in Göttingen sozusagen angelandet, hatte aber natürlich sehr verschiedene internationale Stationen. Die letzte war während der Corona-Zeit am St. Anthony's College in Oxford. Ich freue mich, dass sie hier ist, vielleicht sozusagen auch noch quasi etwas zu ihrer Habilitation, mit der sie wirklich so richtig bekannt wurde in Deutschland, die Promotion über Italien, die kulturgeschichtliche Promotion, war zwar preisgekrönt, wurde wahrgenommen, aber richtig bekannt wurde sie durch die 2014 erschienene Promotion, Habilitationsschrift zum internationalen Terrorismus. Und sie hat in der Folgezeit eine ganze Reihe von Schriften zum Terrorismus, zur RAF, zu anderen Bewegungen transnational verglichen, publiziert. Und natürlich ist der Terrorismus nicht ihr einziges Thema. Sie hat unter anderem Forschungsschwerpunkte auch in der Geschlechtergeschichte, in der transnationalen und vergleichenden Geschichte, italienische Geschichte, habe ich schon gesagt. Und letztendlich wird es aber heute darum gehen, diese merkwürdige Verflechtung zwischen einerseits der Black Panther Party, also linken, radikalen Bewegungen von Afroamerikanern, zu beleuchten, wie die auf die Studierendenbewegung in Deutschland gewirkt hat. Ich glaube, ein extrem interessantes Thema, weil hier sozusagen Identitäten verhandelt werden, hier werden politische Strategien verhandelt, hier wird Rassismus verhandelt und hier wird auch Sexismus verhandelt. Und all das werden wir heute quasi diskutieren. Der Abend wird in etwa so ausschauen, dass Pablo Schmelzer so eine Viertelstunde, 20 Minuten einen Impulsvortrag hält, sodass Sie dann irgendwie einen Eindruck bekommen, um was es in diesem Buch genau geht, weil ich das nicht wirklich gut kann. Er ist da eben sozusagen direkt in der Materie drinnen. Danach werden wir uns setzen und danach werden wir ein Gespräch führen. Und ich bin sicher, dass Petra Terhoven uns wahnsinnig wichtige und wahnsinnig interessante Fragen stellen wird, die eigentlich hier sozusagen vielleicht in dem Buch erstmal herausgekitzelt werden müssen. Ich freue mich auf den heutigen Abend und bitte dann Pablo Schmelzer an das Pult. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr über das Interesse an dieser Veranstaltung. War es für mich bereits ja nicht nur aufreibend, sondern auch ungemein aufregend, ein Buch zu schreiben, dann ist es umso aufregender, hin und zu stehen und ja in diesem Rahmen mit Ihnen, Wolfgang Knöbel und Ihnen, Petra Terhoven, aber auch Ihnen, dem Publikum und auch die im virtuellen quasi für mich jetzt Publikum, darüber zu sprechen. Ja, warum überhaupt noch ein weiteres Buch
über 1968. Noch ein weiteres Buch, nachdem bereits 2008 zum 40. Jahrestag des Ereignisses der Buchmarkt von einer Publikationsflut ohnegleichen überschwemmt wurde. Eine Flut, die 2018 noch einmal von durchaus ertragreichen 50-Jahres-Feierlichkeiten übertroffen wurde. Ausgerechnet quasi in diese Schaumkrone dieser nun langsam abebbenden Publikationsflut noch ein weiteres Buch zu werfen, diese Geste scheint mir potenziell unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck zu stehen. Zumal der Gegenstand des Buchs, die politischen Kooperationen zwischen einer Handvoll weißer Linker in Westdeutschland und afroamerikanischen Soldaten der US Army, zumal diese ungewöhnliche Allianz, wenn überhaupt, dann meist nur als eine Fußnote der Studentenbewegung verhandelt wird. Es ist nun aber gerade diese scheinbare Randständigkeit, die Exotik des Gegenstands selbst, mit der ich quasi dem latenten Rechtfertigungsdruck mit diesem Impuls präventiv begegnen werde. Denn diese Randständigkeit illustriert in meinen Augen eine breitere Schieflage im Erinnern an 68. Ein Erinnern, dass der besagte Wurf in die Schaumkrone nun im besten Fall ein wenig zu irritieren vermag. So markiert die Chiffre 1968 in dominanten Erzählungen der Bundesrepublik einen zentralen Meilenstein auf dem Weg einer aus den Trümmern des Dritten Reichs hervorgegangenen Gesellschaft auf dem Weg Richtung Liberalisierung und Demokratisierung. Irgendwo zwischen dem Abtippen von Flugblättern und kreativem Nonkonformismus, zwischen Vietnamkongress und ausufernden Plänen in Wohngemeinschaften, zwischen Kapitallesekreisen und kritischen Fragen an die Eltern, kurz in den langen 60er Jahren, habe sich ein Prozess vollzogen, der von Jürgen Habermas als eine Fundamentalliberalisierung der Gesellschaft umschrieben wurde und der seither variierend, etwa als zweite Gründung der Bundesrepublik oder gar als zweite Geburt der Demokratie in Deutschland, ja, euphorisch aufgegriffen wird. Um diese Erzählung von 68 jedoch derart nahtlos in das Bild einer bundesrepublikanischen Erfolgsgeschichte einzupassen, war es vonnöten, unliebsame und unbequeme Aspekte narrativ, ja, auszugliedern. Dieser negative Überhang, also Momente der Irrationalität, der Radikalisierung und der übersteigerten Militanz und Gewalt, dieser Überhang wurde so Teil einer Bad Version of 68 nach Christine Ross, die dann meist als eine Art Vorgeschichte dem Linksterrorismus der 70er Jahre zugerechnet wurde. Und die Ursprünge dieser inkommensurablen Bestandteile von 68 wurden nun bezeichnenderweise häufig jenseits des Nationalen gesucht. Die globale Dimension von 68 wurde so zu einer Art Vehikel, eben die Schattenseiten der Studentenbewegung zu erklären. Jürgen Habermas warnte etwa bereits im Juni 68 in der besetzten Frankfurter Mensa die dort versammelten Studierenden. Zitat: Die auf emotionaler Ebene hergestellte Identifizierung mit der Rolle des Vietcong, die Identifizierung mit den Schwarzen der großstädtischen Slums, mit den brasilianischen Guerillakämpfern, diese Identifizierung hat keinen politischen Stellenwert. Die Situationen hier und dort sind so unvergleichbar wie die Probleme, die sie stellen und die Methoden, mit denen wir sie angehen müssen. Die Perspektiven des Internationalismus verortet Habermas hier quasi auf einer fragmentierten Landkarte scheinbar unüberbrückbarer Räume und Realitäten. Einer Landkarte, auf der Subjekt und Objekt der Solidarität je eigene und, ja, weit entfernte politische Container beheimaten. Die internationale Solidarität laufe, so Habermas, Gefahr, den Zitat Tatbestand der Wahnvorstellungen zu erfüllen. Beide Annahmen, die Disparität der politischen Räume, aber auch die Irrationalität ihrer versuchsweisen Überwindung und Überbrückung, diese Annahmen bilden seither die diagnostische Grundlage für dominante Deutungen des Internationalismus. In diesem Sinne schreibt etwa Gerd Köhnen über die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt: So mochte man mit ihnen auf die Ferne heftig sympathisieren, aber tatsächlich besaßen sie ja keinerlei politische Repräsentanz im Lebensumfeld der entstehenden neuen Linken des Westens. Nicht von ihnen ging also der Impuls aus, sondern es waren die radikalen Jugendbewegungen, die sich ihrer bedienten und geradezu bemächtigten. Wurde die internationale Solidarität der Studentenbewegung häufig verbal belächelt und in ironischem Duktus etwa als wohlfeile Fernstenliebe charakterisiert, so speist sich die Ironie aus der vermeintlichen Tragik. Der romantisch verklärte Impetus der Studierenden habe es letztlich nicht über einen einsamen Monolog hinausgebracht. In dem Maße, in dem sich 68 dabei zu einem zentralen Erinnerungsort der bundesdeutschen Gesellschaft entwickelte, wurden transnationale und transfergeschichtliche Erklärungsbemühungen überflüssig. Eine solche,
ja, nationale Nabelschau im Erinnern an 68 beobachtet etwa auch Bolívar Echeverría, wenn er das konsequente Verschweigen des Einflusses von außereuropäischen Akteuren auf die Studentenbewegung beklagt. Echeverría war selbst einer von vielen meist Austauschstudierenden aus Ländern des globalen Südens, die ihren Aufenthalt im Deutschland der 60er Jahre auch dafür nutzten, um gezielt auf Missstände in ihren Heimatländern aufmerksam zu machen, Verwerfungen der Dekolonisierung zu skandalisieren und schließlich auch um die Gesellschaft für neokoloniale Verstrickungen der Bundesrepublik zu sensibilisieren. Mit ihnen, also diesen Studierenden, den Austauschstudierenden, hielten nicht nur Konzepte und Theorien, etwa von Franz Fanon und Che Guevara, Einzug in die Bewegung. Diese Studierenden prägten auch entscheidende Wegmarken der Studentenbewegung. Protestaktionen wie 1964 gegen den Besuch des kongolesischen Diktators Moïse Tshombe, von Dutschke immerhin als Beginn unserer Kulturrevolution bezeichnet, oder die Anti-Schah-Demonstrationen am 2. Juni 1967, solche und ähnliche Schlüsselmomente der Bewegung wurden maßgeblich von einer meist studentischen Diaspora aus dem globalen Süden mitinitiiert. Zusammen mit zahlreichen vergessenen Protesten waren diese Ereignisse jedoch lediglich der militante Höhenkamm einer weit umfassenderen transnationalen Geschichte, einer Geschichte, deren unausgeleuchtete Tiefendimensionen in Dritte-Welt-Arbeitskreisen, in internationalen Hochschulgemeinden und schließlich in unzähligen Kontakten, Freundschaften und Beziehungen liegen. Einer Geschichte, die schließlich nicht leichtfertig eben dann in die Peripherie der Studentenbewegung geschrieben werden sollte. Dass diese transnationalen Begegnungen nun durchaus nicht frei von projektivem Ballast waren, zeigt die Erinnerung von Gaston Salvatore, Student aus Chile und enger Freund Rudi Dutschkes. Er bringt die Ambiguität der gelebten internationalen Solidarität Jahre später auf den Punkt, wenn er schreibt, Zitat, ich war plötzlich zu meinem eigenen Doppelgänger geworden. Der eine war mir seit der Geburt vertraut, den anderen sah ich in den Gesichtern anderer. Ich musste feststellen, dass dieser andere, wenn auch in bescheidener Weise, ein mythisches Wesen verkörperte, den lateinamerikanischen Revolutionär. Ich gab mir Mühe, diesem anderen Genüge zu tun. Es war eine schwere Versuchung und eine schwere Last zugleich. Ich spielte die Rolle eines Boten, der aus verzweifelten, aber faszinierenden Ländern kam. Ländern, die mir, so wie die Berliner Studenten sie verstanden, ganz fremd waren. Bei den Berliner Studenten galt ich als Repräsentant eines ganzen Kontinents. Spricht der Historiker Christoph Kalter in diesem Zusammenhang von einer Entdeckung der Dritten Welt durch die 68er-Bewegung, so habe ich mit meiner Untersuchung den Versuch unternommen, die einseitige Richtung dieser Entdeckung erstmal in Frage zu stellen und nachzugehen, wer hier überhaupt wen entdeckt. Denn Ende der 60er Jahre war es die Black Panther Party in den USA, die ganz gezielt Allianzen mit Weißen suchte und dabei explizit auch politische Zufluchtsräume und Solidaritätsnetzwerke eben in Westeuropa aufzubauen versuchte. Eldridge Cleaver, Mitbegründer der Black Panther Party, richtete sich etwa in mehreren Interviews im Spiegel explizit an die Studentenbewegung, suchte sie für Solidaritätskampagnen zu gewinnen und sie zur politischen Zusammenarbeit mit den 50.000 in Deutschland stationierten afroamerikanischen Soldaten zu gewinnen. Zeitgleich beschloss die Studentenbewegung auf dem Internationalen Vietnamkongress in West-Berlin, ihre als zu abstrakt empfundene Solidarität mit dem Vietcong grundsätzlich zu überdenken, auf der Suche nach einem geeigneten und eben zugänglicheren, also weniger abstrakten revolutionären Subjekt wurden die Studierenden dann eben auch hinter Kasernenmauern fündig. So entstand Ende der 60er Jahre zwischen weißen Studierenden, afroamerikanischen GIs und der Black Panther Party eine umfangreiche Protestdynamik, die sich von Frankfurt ausgehend sehr schnell auch ins provinzielle Hinterland quasi der Studentenbewegung ausweitete. Afroamerikanische GIs und weiße westdeutsche Studierende protestierten gemeinsam gegen den Vietnamkrieg, forderten eine Black Revolution und brachten mit Parolen wie USA, SA, SS lautstark ihre Abneigung gegen den US-Imperialismus zum Ausdruck. In Frankfurt beteiligte sich eine Gruppe Studierender um den ehemaligen SDS-Vorsitzenden K.D. Wolf an der Gründung eines Solidaritätskomitees, das sich als ein deutscher Ableger der Black Panther Party verstand. Aber auch US-amerikanische Black Panther Party Prominenz zu Vortragsreisen in die Bundesrepublik einlud, sich um die Politisierung afroamerikanischer GIs bemühte und hierfür mit der Voice of the Lumpen eine eigens gegründete GI-Untergrundzeitung herausgab. Meine Untersuchung stützt sich nun zu großen Teilen auf die Analyse dieser und ähnlicher Untergrundzeitungen.
geschrieben von GIs für GIs, zirkulierten sie zwischen den Kasernen im In- und Ausland und sind Zeugnis eines breiten Panoramas der inneren militärischen Dissidenz in der US Army. Dabei entstanden auch zahlreiche explizit von der Black Power Bewegung inspirierte Untergrundzeitungen, die dann ab 1969 mit Geldern aus der Studentenbewegung teils in Auflagen von bis zu 20.000 Exemplaren gedruckt und vertrieben werden konnten. Handelte es sich bei diesen Zeitungen zunächst einmal um Medien der Selbstverständigung, so wurden sie zunehmend auch von Weißen aus der Unterstützerszene gelesen und eben auch diskutiert. Und damit, und das habe ich eben versucht zu zeigen, prägten die Untergrundzeitungen schließlich auch maßgeblich eben Bilder von Afroamerika in der deutschen Linken. Bilder eben dann einer revolutionären männlichen, aber auch dann soldatischen afroamerikanischen Subjektivität. Diese Bilder von Afroamerika fanden nun wiederum Eingang in Artefakte dann der Unterstützerszene, hinterließen ihre Spuren in Flugblättern, auf Plakaten, in Plenarprotokollen, sodass sich letztlich eine Art Dialog zwischen den afroamerikanischen GIs auf der einen Seite und der radikalen Linken auf der anderen Seite in der Bundesrepublik rekonstruieren lässt. Ein Dialog, der um Militanz und Männlichkeit, um Rassismus und Kapitalismus kreist und schließlich immer auch die Frage einer revolutionären Überwindung der Verhältnisse berührt. Dabei lassen sich nun jedoch zahlreiche Brüche und Differenzen in den jeweiligen Diskursen dieser Allianz ausmachen. Während etwa die Untergrundzeitungen afroamerikanischer GIs Gewalt primär als Mittel der Selbstverteidigung und der Notwehr beschrieben, zeigte die Unterstützerszene immer wieder eine morbide Begeisterung und Faszination für Schilderungen von blutigen Gewaltausschreitungen in bundesdeutschen Kasernen und den sogenannten Ghettos in US-amerikanischen Städten. Eine zu geringe Militanzbereitschaft oder gar Gewaltverzicht wurde dabei kaum akzeptiert. Vermeintlich liberalere Teile der US-Bürgerrechtsbewegung, vertreten etwa durch Martin Luther King, wurden teils mit unsäglichen rassistischen Ausfällen bedacht und fast durchgehend als angepasste und unterwürfige Uncle Toms diskreditiert. Während afroamerikanische GIs strukturellen Rassismus in Armee und Gesellschaft kritisierten, wurde Rassismus in der Unterstützerszene fast durchgehend als ein Nebenwiderspruch des Kapitalismus und damit auch eben dann als ein Nebenschauplatz von Klassenkämpfen verharmlost, bagatellisiert, von Klassenkämpfen dann für deren Austragung sich die Studierenden wie selbstverständlich an einer gemeinsamen Front eben dann mit den afroamerikanischen GIs wähnten. Als Bernward Vesper als Teil einer SDS-Delegation 1967 zu einem Vortrag des Black Power-Aktivisten Stokely Carmichael nach London aufbrach, blieb ihm im Nachgang weniger dessen Rede in Erinnerung, als Carmichaels Reaktion auf die Frage eines weißen Zuhörers, der sich bei dem Black Power-Aktivisten erkundigen wollte, was Weiße denn als Allies, als Verbündete quasi zum Kampf der Black Power-Bewegung beitragen könnten. Wenn hier Carmichael lakonisch entgegnete, "Go home, kill father and mother, hang yourself", so veranschaulicht Vespers Erinnerung, dass die Faszination für die radikalisierte afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung auch in Deutschland ein gehöriges Irritationspotenzial besaß. Denn schließlich ging die Black Power Bewegung auch mit einer grundlegenden Selbstbesinnung einher. Eine Selbstbesinnung, die teils auch zur expliziten Aufkündigung dann von politischen Allianzen mit Weißen führte. Die Studierenden in Westdeutschland mussten sich also dann erstmals quasi mit der Frage konfrontieren, wie überhaupt zu einem revolutionären Subjekt verhalten, das auf ihre Solidarität überhaupt gar nicht mehr angewiesen sein wollte und diese Solidaritätsofferten quasi auch zuweilen vehement zurückwies. Wenn sich nun also auch in Deutschland afroamerikanische GIs verweigerten, mit Weißen zusammenzuarbeiten, dann löste diese Verweigerung nun bezeichnenderweise bei den Studierenden keineswegs Resignation aus, sondern diese Verweigerungen zogen häufig vielmehr ein zusätzliches Bemühen nach sich, die Anerkennung der GIs zu gewinnen. Dieses Bemühen ging dann häufig auch mit der Verleugnung des eigenen Weißseins einher. Die proletarische Herkunft oder der Nonkonformismus langer Haare galten dann als Ausweis vergleichbarer Diskriminierungserfahrungen, wurden mit schwarzer Haut verglichen und sollten quasi die Verweigerungshaltung zu durchbrechen helfen. Diese Sehnsucht, als ein quasi White Negro, das ist auch ein zeitgenössischer Diskurs, als ein White Negro mit dem Objekt der Solidarität quasi symbolisch zu verschmelzen, diese Sehnsucht fand ihren Ausdruck nicht nur in der Begeisterung für als schwarz markierte Konsumgüter wie Afri-Cola
in der Faszination für Afrofrisuren, in der Affinität für Soulmusik. Dieser Überschuss an Identifikation schlug sich auch in zahlreichen sprachlichen Aneignungen nieder. So etwa im inflationären Gebrauch von Bezeichnungen wie Pix für Polizeikräfte oder Babylon für USA. Aber eben auch in performativen Adaptionen wie dem Tragen von Lederjacke und Barett, dem Markenkern in der Black Panther Party, oder in zum Black Power Gruß erhobenen weißen Fäusten. Der Schriftsteller Peter Schneider lag also vielleicht nicht ganz falsch, wenn er auf die Frage nach der Motivlage internationaler Solidarität in der Bundesrepublik entgegnet: Der Internationalismus war ein Mittel, aus einer verhassten Haut herauszukommen, der Haut ein Deutscher zu sein. Bestätigt sich in meiner Untersuchung die Diagnose Peter Schneiders in verschiedenen Nuancen, schienen weiße Studierende immer wieder zu versuchen, quasi sich ihrer eigenen Haut zu entledigen. So blieben diese identitätspolitischen Manöver jedoch entgegen der Projektionsthese keineswegs unbeantwortet. Vielmehr waren sie eingebettet in ein komplexes Kommunikationsverhältnis, erzeugten umfangreiche Resonanzen und waren letztlich konfrontiert mit einem breiten Spektrum an Reaktionen derjenigen, deren Haut eben Gegenstand des Begehrens war. Auch wenn ich die Lektüre des Buchs hier gar nicht voraussetze, so ist es wahrscheinlich dennoch nicht zu viel vorweggenommen, wenn ich das Zitat Black and White Unite and Fight, das dem Buch seinen Titel gegeben hat, an dieser Stelle auflöse. Denn dabei handelt es sich um ein verkürztes Zitat aus einer GI-Untergrundzeitung. In voller Länge heißt es dort: To say black and white, unite and fight, is putting the matter a bit too simply. Diese lakonische, vielleicht auch leicht resignierte Einschränkung einer sonst eigentlich euphorischen Parole des Internationalismus, diese Einschränkung steht für mich sinnbildlich für den durchaus verworrenen Charakter der Black Panther-Solidarität. Eine Verworrenheit, die aber gerade das Produkt von transnationalen Begegnungen als ein Produkt beschrieben werden muss und eben nicht als eine reine Chimäre. Meine leise Hoffnung ist nun abschließend, dass sich diese untersuchte subkulturelle Allianz im gegenkulturellen 68 auch als eine Art Prisma für gesamtgesellschaftliche Verhältnisse lesen lässt. Die neuralgischen Punkte der Kooperation erscheinen dann als eine Art Spiegel und Zerrbild von zentralen Konfliktlinien, auch der Bonner Republik, vom ambivalenten Verhältnis zu Amerika über die Bedeutung des Vietnamkriegs, dann für erinnerungspolitische Bezugnahmen auf die eigene NS-Vergangenheit, bis hin zu einer durchaus spannungsgeladenen Beziehung zum anderen der Gesellschaft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Pablo Schmelzer, für diesen Input. Ich will vielleicht mal mit einer sehr allgemeinen Frage anfangen, die ich an Petra Terhoven richten will. Also wenn man in diesem Buch liest, und ich habe das getan als Amateurhistoriker, ich bin kein Historiker, bin kein Experte in dem Feld, dann hat man natürlich all diese Debatten quasi um 68 im Hinterkopf, die man aus den Feuilletons kennt, die man vielleicht aus Bestsellern über 68 kennt, wie auch immer. Von daher die Frage: Warum ist aus deiner Sicht dieses Buch von Pablo Schmelzer wichtig? Welche Schneisen schlägt es? Was sozusagen ist eigentlich noch in dieser ja vielfach aufgearbeiteten Geschichte von 68 eigentlich noch Neues zu entdecken, wenn man sagt, naja, 68 ist sogar ein deutscher Erinnerungsort. Also mehr kann man ja eigentlich gar nicht sagen und mehr kann man vielleicht auch gar nicht erforschen, aber scheinbar gibt es doch da was Neues. Was ist für dich quasi die zentrale Stoßrichtung des Buches, wo man sagt, da kann man jetzt noch in der 68er-Forschung irgendwie was finden? Ja, ich fand ganz interessant, wie Pablo Schmelzer seinen Input begonnen hat, nämlich als erstes mal mit einer Rechtfertigung. Ja, es gibt doch schon so viele Bücher über 68, warum brauchen wir überhaupt noch eins? Das ist ja so ein bisschen die Situation, in der wir uns als ZeithistorikerInnen immer wieder befinden. Ne? Wir äußern uns zu Themen, die von anderen Wissenschaften, der Politikwissenschaft, der Sozialwissenschaft, aber eben auch von anderen Akteuren, allen voran den ZeitzeugInnen, im Grunde schon beackert, behandelt, besprochen sind. Ja? Und entsprechend stehen wir möglicherweise unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck, wenn wir uns jetzt auch noch äußern sollen.
Aber ich meine, ne, wir HistorikerInnen kommen ja per se sozusagen verspätet, ne, und versuchen ja dann tatsächlich über bestimmte Archivquellen uns sozusagen die Kontexte der Zeitgenossen zu erschließen, die dann retrospektiv, aus welchen Gründen auch immer, darüber sollten wir vielleicht auch sprechen, verzerrt oder nur selektiv in der Gegenwart angekommen sind. Und einer dieser Stränge unseres Themas 1968, das im Laufe der Zeit, der im Laufe der Zeit verschwunden ist, ist ganz sicherlich diese Kooperation mit nicht weißen, außereuropäischen Akteuren. Die war für die Zeitgenossen aber eben außerordentlich präsent. Also ich war am Anfang, als wir über dieses Thema gesprochen haben, auch ein bisschen skeptisch und habe gesagt, gibt es denn da überhaupt so viel über deutsche 68er und Black Panther? Und habe mich dann aber sehr schnell eines Besseren belehren lassen, weil es eben einfach in den Quellen tatsächlich enorm viele Spuren dieser Kooperation sozusagen gibt. Wurde es aktiv herausgeschrieben? Ja, das ist eine gute Frage. Also da können wir vielleicht gleich gemeinsam irgendwie drüber sprechen. Also ich meine, dass die amerikanische Dimension wichtig ist, das ist, glaube ich, relativ sozusagen klar gewesen. Also ich glaube auch, das Buch von Norbert Frey über 68 beginnt mit dem Kapitel, am Anfang war Amerika. Aber herausgearbeitet wird dann im Grunde die Kooperation von weißen Europäern mit weißen US-Amerikanern. Ja. Aber ne, wie Pablo auch betont hat, letztlich ist ja auch die amerikanische Studentenbewegung aus einem gemeinsamen Kampf mit dem Civil Rights Movement zunächst mal sozusagen erwachsen. Ja. Von daher, Pablo Schmelzer hat das gemacht, was man als Zeithistoriker tatsächlich tun sollte. Ne? Er hat dieses verschüttete Geschehen wieder an die Oberfläche gebracht, weil es eben damals ganz dezidiert präsent war und eben auch wirkmächtig geworden ist. Warum das herausgeschrieben worden ist, vielleicht... könnten wir die Frage gleich weitergeben an Herrn Schmelzer. Also warum ist diese Dimension verschwunden? Warum ist diese Geschichte so weiß gewaschen worden? Kann man das erklären? Wie kann man das erklären? Ja, also ich glaube, das, so das Erste, was mir dazu irgendwie einfällt, ist wahrscheinlich, dass irgendwie die Funktionsweise des Erinnerns an 68 hier sehr stark als ein zeithistorisches Thema eben von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen geprägt ist, vor allem eben von weißen und männlichen Zeitzeugen, die dann quasi irgendwie als Veteranen der Bewegung sehr viel Raum in öffentlichen Sprechen über 68 bekommen haben und sagen dadurch, ja, und diese Aushandlung, die dann eben stattgefunden hat, ja, sehr häufig das entlang von so biografischen Aufarbeitungsprozessen irgendwie auch stattgefunden hat, diese Beschäftigung mit 68. Und interessant ja auch dann dabei ist, dass im Grunde diese Erinnerung an den Internationalismus auch gerade von denjenigen, die zusammengearbeitet haben, von den weißen quasi Veteranen der Bewegung, dass diese Zusammenarbeit mit außereuropäischen Akteuren, dass die dann von denjenigen, die eigentlich dabei gewesen waren, quasi unter den Tisch gefallen ist. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, hat es auch damit zu tun, dass diese Projektionsthese, glaube ich, dann ein Stück weit genau sich da irgendwie reingeschrieben hat in diese Erinnerung. Und ja. Können Sie auch dem verschiedene Buch verschiedene, genau, Passagen in dem Buch ausführlich zu Angela Davis. Ja, genau.
Mhm. Aber vielleicht nochmal sozusagen die Frage. Ich meine, was mich an dem Buch an bestimmten Stellen wirklich fasziniert hat, und Sie haben es ja zu dem Input ja selber auch nochmal gesagt, naja, die deutsche Studentenbewegung war irgendwie auf der Suche nach einem revolutionären Subjekt. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, wie verzweifelt war man denn in dieser Studentenbewegung, weil weiße, männliche meist, manchmal auch Frauen, Studierende sozusagen, die jetzt quasi auf eine Gruppe zugehen, die hinter Kasernenmauern sind, die aus einem anderen Milieu kommt, die sozusagen möglicherweise ganz andere kulturelle Erfahrungen macht, auf die zuzugehen, muss ja organisatorisch ungeheuer schwierig oder vielleicht, ja, schwierig gewesen sein, müssen ja Hürden gewesen sein. War es wirklich so, dass man sozusagen verzweifelt nach einem revolutionären Subjekt gesucht hat? Viet Cong, haben Sie gesagt, war irgendwie so sehr abstrakt, war ja auch nicht wirklich so wahnsinnig verwurzelt. Hier fand man in der Bundesrepublik nicht, aber man fand amerikanische Kasernen und 30.000 oder 50.000 afroamerikanische GIs. Trotzdem war ja die Hürde, zu denen Kontakt aufzunehmen, vermutlich erstmal relativ hoch. Ja, ich glaube, diese Entdeckung war ja irgendwie auf jeden Fall dialektisch. Also, denn es war nicht so, dass unbedingt die afroamerikanischen GIs auf die Studierenden zugegangen sind, aber eben die Black Panther Party ja quasi als die Avantgarde, die Revolutionäre schlechthin, ja ein Imperativ dargestellt hat, wenn vor allem dann Erich Cleaver im Spiegel Interview gibt und irgendwie auffordert dazu, Allianzen mit afroamerikanischen GIs zu schmieden. Also der fordert wirklich ganz explizit eben die Studentenbewegung auf. Oder Cardi Wolf, der eben ehemalige, dann zu dem Zeitpunkt SDS-Vorsitzende, hat eine Einladung bekommen quasi in die USA, da auch von erstmal weißen Studierenden, aber ist dann auch nach Oakland quasi zum Hauptsitz der Black Panther Party und ist dann in Kontakt gekommen mit Huey Newton. Und ich glaube, sozusagen gab es auch von der anderen Seite quasi diese Aufforderung, geht doch auf die afroamerikanischen GIs zu, als Teil eben von einem größeren Zusammenhang und einem größeren Projekt quasi der Black Panther Party, quasi so eine zweite Front des Vietnamkriegs in den Metropolen quasi zu etablieren. Und ich glaube, dann sagen, ist das die eine Seite dieser Geschichte. Und die andere Seite ist dann, ja, dass es in der Studentenbewegung durchaus eben Konjunkturen gab auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt. Und dieses, also das hatte ich ja irgendwie angedeutet, auf dem Internationalen Vietnamkongress ist eben Aushandlungen darüber gab, dass diese Solidaritätskampagne mit dem Vietcong auf die Dauer irgendwie nicht trägt. Also weil es eben gerade da sehr wenig konkrete Kontakte gab und es dann irgendwie auch nicht mehr so richtig vermittelbar schien. Und sagen, da war so, gab es ja auch verschiedene Initiativen auch mit anderen migrantischen Gruppierungen in Deutschland Kontakt aufzunehmen, aber auch wiederum das Proletariat zu versuchen, wieder zu reaktivieren, quasi in Betriebe zu gehen. Und ein Teil dieser Suche quasi nach einem neueren, geeigneten revolutionären Subjekt war dann eben ja in die Kasernen oder erstmal zu den Kasernen zu gehen und dann zu versuchen, da irgendwie an diese GIs heranzukommen, was dann wiederum auf einer anderen Ebene irgendwie sehr schwierig war, weil natürlich kein Interesse der US Army gab, dass da irgendwie die Studentenbewegung irgendwie sich einmischt. Und Genau, ne? Das ist ja im Grunde auch der Witz an Ihrer Darstellung. Ne? Es geht ja nicht darum, diese Suchbewegung der 68er in irgendeiner Form zu leugnen. Ne? Und man muss ja auch betonen, dass der zeitliche Schwerpunkt der Untersuchung eben post-68 liegt. Mhm. Ne? Also entsprechend gab es schon eine gewisse Verzweiflung unter den Akteuren, weil man das Gefühl hatte, das eigene revolutionäre Projekt ist im Grunde gescheitert. Man möchte aber gerne revolutionär bleiben. Ja? Also man möchte gerne an dieser revolutionären Utopie festhalten, die während des Internationalen Vietnamkongresses im Februar 68 in Berlin eben gefeiert worden war. Ne? Also von daher, diese intellektuelle Suchbewegung gibt es selbstverständlich.
Aber der Punkt ist eben, dass es sozusagen ein gegenseitiges Suchen gewesen ist, ne? Und dass eben die BPOCs nicht nur Objekt, sondern eben auch Subjekt dieser Geschichte sind. Und das macht, denke ich, auch die große Stärke und auch die postkoloniale Dimension der Arbeit von Pablo Schmelzer aus, ne? Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir auch die anderen außereuropäischen revolutionären Akteure genauer in den Blick nehmen würden, wir eben entsprechende Aktivitäten sozusagen auch finden würden. Ne? Eben sind schon einige genannt worden, als Sie Gaston Salvatore zitiert haben. Ne? Es gab eben auch eine starke Lateinamerika-Fraktion sozusagen in Europa und in der Bundesrepublik. Und selbstverständlich ist auch Kuba als das Eldorado europäischer Intellektueller auf der Suche nach dem revolutionären Paradies nicht passiv gewesen, sondern hat eben eine ganz dezidierte Internationalisierungsstrategie selbst verfolgt. Dazu gibt es durchaus auch schon Arbeiten. Ingo Juchler hat dazu sozusagen gearbeitet, ne? Und möglicherweise findet man auch bei den Palästinensern oder beim Vietcong oder den sozusagen anderen außereuropäischen Akteuren, den Algeriern, ähnliche Aktivitäten. Ja. Nur in diesem Falle hatten wir das große Glück, oder Herr Schmelzer hatte das große Glück, dass man eben auch die entsprechenden Quellen dazu gefunden hat, ja, mit diesen Untergrundzeitschriften. Aber ich würde meinen, dass sich die Suche nach den entsprechenden Quellen in jedem Falle noch lohnen würde. Also ich bin mir sicher, dass wir da noch eine ganze Menge an entsprechenden Entdeckungen vor uns haben werden. Aber was bedeutet das insgesamt für 68? Ich meine, die Deutung, die ich jetzt suggeriert habe irgendwie, es gibt eine Studentenbewegung und die ist auf der Suche nach einem revolutionären Subjekt und Gott sei Dank findet man die jetzt dann eben bei den Black Panthers oder so. Das suggeriert ja, es gibt quasi eine genuin deutsche Bewegung, wie auch immer. Sie selber haben im Buch, als auch im, in dem Statement, natürlich auf die Djombé-Proteste sozusagen aufmerksam gemacht, die ja schon sehr viel früher waren. Du hast jetzt auf Algerien verwiesen, auf andere sozusagen Konflikte. Wenn man alles mit reinnehmen würde, würde man nicht sozusagen eine sehr, sehr viel internationalere oder transnationalere Geschichte erzählen müssen und würde das nicht sozusagen auch eine doch relativ starke Umdeutung von 68 bedeuten? Ja, ich würde da erstmal einfach zustimmen und ich glaube, genau, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein sehr starker Katalysator war, eben diese transnationalen Kontakte für auch, naja, Entwicklungen und Prozesse, die sich dann, und also man reduziert ja irgendwie häufig Studentenbewegungen auf dieses Jahr 68, immer auf diesen langen, das sind ja einfach Protestjahrzehnte, also hat ja eigentlich nicht aufgehört. Und wenn man dann eben genau schaut, was sind da die treibenden Akteure, aber auch, wie gesagt, diese Proteste sind ja eher nur dieser militante Höhlenkamm quasi, dahinter steht ja noch mehr, aber auch gerade bei diesen Protestereignissen, wie eben dieser Anti-Djombé-Protest, aber dann hatte ich irgendwie Aktionen des zivilen Ungehorsams, die es vorher noch gar nicht in der Bundesrepublik gab, haben Eingang gefunden über zum Beispiel afrikanische Studierende, die sich gegen den Film Afrika Adio quasi zur Wehr gesetzt haben und in Berlin Kinos besetzt haben und dann Rudi Dutschke war mittendrin und hat irgendwie mit einer Schere die Polstersessel der Kinosessel zerschnitten und danach irgendwie davon irgendwie gesprochen, dass das für ihn quasi die sinnliche Erfahrung der dritten Welt gewesen sei, diese Zusammenarbeit mit afrikanischen Studierenden. Also auch da merkt man, dieser projektive Ballast ist da auch nicht irgendwie, ist da auch bereits schon quasi eingeschrieben in diese Kooperation, aber ist immer wieder, glaube ich, lässt sich feststellen, dass eben dass diese transnationalen Kontakte sehr so eine katalytische Funktion haben. Zum Beispiel ja auch bei den Anti-Schah-Protesten waren eben iranische Studierende eigentlich diejenigen, die gesagt haben, wir müssen was machen, der Schah kommt zu Besuch und da war es eher der SDS und eben weiße deutsche Studierende, die gesagt haben, naja, das lenkt irgendwie ab von unserer Vietnam-Kampagne und
irgendwie, das muss ja nicht sein. Und dann waren das aber eben die iranischen Hochschulgemeinden, die da sehr irgendwie Druck gemacht haben. Und dann genau, hatte das, also die Gründe dafür, dass es dann dieses Ereignis wurde, waren ja nochmal andere, dass eben Benno ohne Sorg erschossen wurde. Aber dennoch ist es ja festzustellen, dass diese Protestereignisse eben sehr stark mitinitiiert wurden von ja, quasi außereuropäischen Akteuren, die dann ja häufig auch wieder zurück in ihre Heimatländer gegangen sind, aber zum Teil ja auch in Deutschland geblieben sind. Ja. Gehen wir vielleicht mal auf einen Punkt, der mich natürlich auch in Bezug vielleicht zu Italien interessiert, nämlich die Gewaltfrage. Also in der Debatte, die man landläufig so lesen kann, geht es natürlich häufig darum, es gibt eine Geschichte der deutschen Studentenbewegung, die beginnt natürlich vor 68 und dann kommt es eben zu diesem Ereignis 68 und dann sozusagen findet man möglicherweise nicht dieses revolutionäre Subjekt, das man sich erhofft hat und dann gleiten bestimmte Teile dieser Studierendenbewegung in die Gewalt ab und sozusagen es kommt zur Bildung der RAF und anderer Organisationen. Gleichzeitig sozusagen beschreiben Sie in dem Buch natürlich, dass sich die Studierendenbewegung auch auf eine radikale, gewaltbereite afroamerikanische Bewegung, Partei irgendwie stützt, Kontakte sucht, umgekehrt auch gesucht wird durch die Black Panther Party. Welche Beziehungen sehen Sie selber zwischen 68, Black Panther und RAF? Sie schreiben im Buch einiges, aber ich würde sozusagen einfach mal bitten, das nochmal zu spezifizieren. Und wie sieht das beispielsweise in anderen Kontexten, also in nicht deutschen Kontexten aus? Würde man für Italien beispielsweise Ähnliches vermuten oder sind da die Zusammenhänge des Weges in die Gewalt möglicherweise ganz andere? Soll ich zuerst? Oder? Ja, dann. Ja, also das ist natürlich eine sehr heikle Frage nach diesen Zusammenhängen eben zwischen der Studentenbewegung und dann, also es betrifft ja im Grunde genau das, was ich auch angerissen hatte, diese Unterteilung zwischen irgendwie so einer Good Version of 68 und einer Bad Version, die dann diesem Linksterrorismus zugeordnet wird. Und sozusagen, wenn man jetzt sehr schnell schießen würde, könnte man, um im Bild zu bleiben, ja irgendwie sagen, dass quasi diese Black Panther Party Solidarität so eine Scharnierfunktion zwischen beiden, also dieser guten Version, die dann irgendwie in die Umweltbewegung abgedriftet ist quasi. Und das klingt jetzt sehr negativ. Aber okay. Man kann so formulieren. Und genau, die so eine Scharnierfunktion darstellt, eben diese Black Panther Solidarität. Und ja, da bin ich mir irgendwie nicht so, habe ich mich im Buch zumindest erstmal versucht, um eine ganz klare, glaube ich, Antwort so ein bisschen herumzuwinden oder zu drücken. Vielleicht klingt jetzt auch sehr negativ, aber weil mir das nicht so ganz klar geworden ist. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, sagen, welche Quellen ich mir angeschaut habe. Ich habe ja einfach sehr stark quasi diskursive Phänomene mir angeschaut, also diese Art so brüchige Dialoge zwischen den Studierenden auf der einen Seite und diesen Black Panther-Aktivisten in den USA, in Oakland, aber auch in Algerien und dann aber wiederum afroamerikanischen GIs und mit ihren Untergrundzeitungen. Und was ich da irgendwie sehr frappierend fand, ist, dass das Sprechen von und über Gewalt sehr, sehr verbreitet ist in diesen Untergrundzeitungen. Aber es da so eine Diskrepanz irgendwie gibt zwischen so einer starken Verbalmilitanz, also da werden ganz viele körperliche Auseinandersetzungen geschildert innerhalb der Kaserne, dass sich irgendwie schwarze GIs gegen Diskriminierung zu Wehr setzen. Und ich glaube, diese Gewaltschilderungen sind dann irgendwie so ein Stück weit auch Ausdruck des Zustands der US Army in Deutschland. Also zum Teil, es gab kaum Offiziere und man hat sich fast nur noch anscheinend, also afroamerikanische GIs haben nur noch mit FTA wohl Offiziere gegrüßt, also Fuck the Army. Und sozusagen, es gab schon quasi Auflösungserscheinungen, bis dann Anfang der 70er Jahre auch aufgrund der Black Panther Solidaritätskampagnen vermutlich ein Stück weit so Reformprozesse in Gang gesetzt wurden. Aber also dieses Sprechen von und über Gewalt hatte quasi eine reale Grundlage, aber ich glaube, ein Stück weit, so ist zumindest meine These, hatte es auch damit zu tun, wie quasi diese afroamerikanischen GIs in dem Wissen, dass weiße Studierende diese Zeitungen lesen, dass denen darum ging, auch sich als quasi geeignetes revolutionäres Subjekt quasi zu inszenieren, um quasi sich selbst zu präsentieren als revolutionäres Subjekt. Und
Und auffallend ist dann wiederum, dass auf der anderen Seite bei quasi den Rezipienten dieser Zeitung, den weißen Studierenden, sozusagen Dinge so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Also die haben dieses Sprechen von Gewalt eben sehr, sehr ernst genommen, zum Teil. Und eben, also man muss auf jeden Fall konstatieren, dass einige Akteure eben dieser Black Panther-Solidarität dann später in die revolutionären Zellen übergegangen sind und eben zum Teil dann irgendwie wie Magdalena Kopp, die beteiligt war, aber auch Johannes Weinrich, die waren sozusagen zunächst in diesem Verlag Roter Stern von K.D. Wolf mit aktiv, auch Wilfried Böse, also zentrale Figuren eigentlich der revolutionären Zellen, sind quasi dann aus dieser Black Panther-Solidarität hervorgegangen und haben sich dann auch von afroamerikanischen GIs oder zum Teil auch von weißen GIs, die als Teil von einer Desertionskampagne desertiert sind und dann Waffen aus den Kasernen mitgenommen haben. Diese Waffen sind dann bei den revolutionären Zellen gelandet und kamen dann auch zum Einsatz. Also sagen da, während auf der anderen Seite eben bei den afroamerikanischen GIs gibt es halt kaum außerhalb der Kasernen eigentlich Gewaltvorfälle, die ich irgendwie festgestellt habe. Also es gibt wirklich nur diese, ich spreche davon, also es gibt ja diese zwei US-Soldaten, die den Prozess am Laufen haben, weil wegen der Schießerei, aber das sind im Grunde die einzigen, also diese Rammstein 2 von denen. Genau. International? Bevor ich was sage zur Gewalt der Akteure, die jetzt im Mittelpunkt stehen, also zur Gewalt der Neuen Linken, würde ich gerne zum Stichwort Gewalt noch etwas ergänzen, was, glaube ich, doch einigermaßen wichtig ist. Der Hintergrund der Geschichte, über die wir hier sprechen, ist ja der Kalte Krieg. Wobei ne, die Geschichte der Neuen Linken ja ein Stück weit quer zum Kalten Krieg sagen steht. Gleichwohl ist es, glaube ich, wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass in der öffentlichen Debatte des Westens so ein Bild des eigenen geschaffen wurde, als sei man sozusagen die Verkörperung des reinen, wahren, guten und schönen. Und das Böse befinde sich nur auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs bei den sozusagen Kommunisten. In der Konfrontation mit dem Außereuropäischen haben aber dann die westlichen Nationen diese hehren Ideale auf eine fundamentale Art und Weise sozusagen verletzt. Und es waren eben vor allen Dingen die jüngeren Generationen, denen das extrem negativ aufgestoßen ist. Also ne, die Unterdrückung des Civil Rights Movements in den USA, der Algerienkrieg, die massive Repression der antikolonialen Bewegung in Algerien durch die Franzosen und dann selbstverständlich auch der Vietnamkrieg, ne, der ja letztlich sozusagen ne, die Fortsetzung eines Kolonialkonflikts dann unter den Zeichen des Kalten Kriegs war. Und die Konfrontation mit dieser Gewalt, die ja relativ unmittelbar auch über die Medien mitzuverfolgen war, hat die Legitimationsgrundlage der politischen Systeme des Westens massiv erschüttert in den Augen der Jugendlichen. Und das war in Deutschland vielleicht sogar noch mal mehr der Fall als anderswo. Aber andererseits, wenn man sich sozusagen die französische Öffentlichkeit anschaut, also es waren ja letztlich französische Intellektuelle, die in der Konfrontation mit der Brutalität des Algerienkriegs den sogenannten Tiers-Mondisme entdeckt haben. Also die dritte Welt entdeckt haben als Akteur, der im Grunde wie der dritte Stand während der Französischen Revolution sich jetzt erheben sollte, um eine gewalttätige Welt zum Besseren zu verändern. Also ich glaube schon, dass dieser letztlich romantische Impuls, die Gewalt zu stoppen, der innere Motor der Neuen Linken gewesen ist. Also ich glaube, das darf man sozusagen nicht ganz vergessen. Dass auf dieser Suche
nach dem Ende der Gewalt dann am Ende auch die Gewaltoption durchgespielt worden ist, das liegt, glaube ich, fast in der Natur der Sache. Ja? Und man hat ja bei der Neuen Linken auch dieses paradoxe Verhältnis zur Gewalt. Einerseits die Ablehnung einer soldatischen und militärischen Gewalt, aber andererseits eben diese enthusiastische Begeisterung für ja, den Guerrero Heroico, wie er eben im Bildnis des Che ja dann auch sehr ja, ikonisch auf den Demonstrationszügen in Europa sozusagen mitgetragen worden ist. Aber ich würde meinen, dass der genuine Impuls der 68er-Bewegung tatsächlich die Identifikation mit den Opfern der Gewalt sozusagen gewesen ist. Warum schlägt das dann um? Also das ist ja sozusagen die Frage aller Fragen, über die ja auch wirklich gerade im deutschen Fall wahnsinnig viel sozusagen schon gesagt und geschrieben worden ist. Ich glaube tatsächlich, dass man diese transnationale Dimension braucht, um den Weg in die Gewalt zu erklären. Und zwar nicht nur im Sinne einer sozusagen Projektion, sondern tatsächlich im Sinne von Kommunikationsräumen, in denen Akteure unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher kultureller Prägung miteinander kommuniziert und miteinander agiert haben. Also ich glaube tatsächlich, dass diesen transnationalen Kommunikationsräumen eine bestimmte Radikalisierungsdynamik innewohnt. Das kann man an der Geschichte ablesen, die Herr Schmelzer erzählt hat in seinem Buch. Ich habe versucht, sozusagen eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Ich habe vor allen Dingen eben die deutsch-italienische Radikalisierungsdynamik in den Blick genommen. Und diese Dynamik speist sich, glaube ich, aus einer Mischung aus Solidarität und diesem Gefühl, gemeinsam sind wir stärker, aber eben auch aus dem Gefühl von Rivalität und Konkurrenz, dass man quasi die Militanz des anderen im Grunde überbieten möchte. Also so würde ich es sozusagen formulieren. Diese deutsch-italienische Dynamik ist tatsächlich über den Import letztlich der Fokustheorie Che Guevaras in Gang gesetzt worden. Also es waren im Grunde zwei Akteure, die die wichtigsten Gatekeeper, die wichtigsten Multiplikatoren dieses Modells in Deutschland und in Italien gewesen sind. Rudi Dutschke in Deutschland und Gian Giacomo Feltrinelli in Italien. Und die haben dann eben nicht zufällig zueinander Kontakt aufgenommen und haben dann im Grunde sozusagen versucht, diese Ideen Ches, der ja sein Leben dann im Oktober 1967 hingegeben hat, damit andere das Gewehr dann aufnehmen, letztlich in die Tat umzusetzen. Also das war quasi ein außereuropäischer Import, der dann aber, glaube ich, nicht zufällig in den beiden Staaten, die eben eine faschistische Vergangenheit hatten, tatsächlich zur Gewalt geführt hat. Ich fände es eine sehr, sehr spannende Frage, ob die Black Panthers auch in Italien eine Rolle gespielt haben. Mir sind sie ehrlich gesagt nicht begegnet, aber ich bin da jetzt mir gegenüber im Nachhinein auch, auch misstrauisch geworden. Also vielleicht hat man einfach die entsprechenden Spuren auch nicht hartnäckig genug verfolgt. Aber ich würde jetzt zunächst mal meinen, die Black Panther waren nicht ganz so wichtig. Obwohl der Vietnamkrieg natürlich auch in Italien eine riesige Rolle gespielt hat. Aber als Leser des Buches ist man doch mindestens an zwei Stellen verstört. Und an einer Stelle machen Sie ja auch eine ganz klare Aussage. Verstört ist man, das haben Sie vorhin erwähnt, dass eigentlich die Gewaltbereitschaft der GIs vergleichsweise gering war, im Unterschied sozusagen zur Rhetorik. Was dann auf der deutschen Seite offensichtlich anders war oder zumindest anders gewendet wurde. Und an einer Stelle machen Sie doch einen relativ scharfen Split, nämlich da, wo Sie sagen, naja, es ist schon irgendwie ziemlich interessant, dass letztendlich es diese Black Panther Party gibt, es gibt die Untergrundzeitschriften und es geht darum, die afroamerikanischen GIs zu mobilisieren.
Und gleichzeitig sozusagen kommen dann aus diesen Solidaritätskomitees mit den Black Panthers Leute aus den revolutionären Zellen oder von mir aus dann auch RAF. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie jetzt die personellen Kontinuitäten sind. Und da sagen sie, da gibt es aber offensichtlich keine Hemmungen mehr in Bezug auf die Tötung von GIs, egal welche Hautfarbe die jetzt haben. Und das ist ja, finde ich, ja schon ein Sprung. Also man kommt aus einem Solidaritätskomitee, afroamerikanische Unterstützung, wie auch immer, und geht dann in eine Bewegung, wo es dann keine Rolle mehr spielt, wo Hautfarbe, wenn man es so nennen will, keine wirkliche Bedeutung mehr hat. Finde ich erstmal als Leser überraschend. Ich glaube, also da gibt es aber auch eine personelle also Unterscheidung. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den revolutionären Zellen und der RAF. Genau. Also und diese, es gab ja irgendwie diese Mai-Offensive der RAF, also 1972, Anschläge in Frankfurt und in Heidelberg mit mehreren Toten, und da wurde natürlich überhaupt keine Unterscheidung mehr gemacht, das ist richtig, zwischen afroamerikanischen GIs oder weißen GIs. Und genau, also zeigen, aber das sind irgendwie andere Akteure, die waren nicht vorher in dieser Black Panther-Solidaritätskampagne aktiv. Mhm. Und diese Unterstützerszene, also diese weißen Studierenden größtenteils, zum Teil sind es ja auch Lehrlingsgruppen, also es gibt die Gruppierung Rote Panther, das sind irgendwie Lehrlinge. Ich glaube, da ist es ein bisschen anders gelagert. Und zwar ist es, glaube ich, so, also dieser Weg zu den revolutionären Zellen ist, glaube ich, auch ein Teil von, naja, also Teil von diesen Konjunkturen, dieser revolutionären Subjekte, die dann quasi vom Vietcong zu den Black Panthern dann aber irgendwie weitergehen. Aber auch ist Teil dieser Geschichte, dass die Black Panther Party selbst im Auflösen begriffen ist, Anfang der 70er Jahre schon. Also meistens kommt es dann irgendwie in Europa viel später an, also diese Informationen, dass irgendwie eigentlich sich die Black Panther Party quasi aufgespalten hatte. Das hatte ein bisschen länger gebraucht, bis es dann angekommen ist. Aber es gab eben zwei Flügel, einen, der viel mehr so Community-Arbeit gemacht hat in Oakland und in den USA, und dann irgendwie quasi einen viel militanteren Flügel, der sich in der Diaspora befunden hat, und es war eben um Eldridge Cleaver in Algerien. Und aber diese Auflösungserscheinungen der Black Panther Party haben eben dann auch zum Abebben erstmal der Solidaritätskampagne geführt. Und dann ist es interessant, dass eben diese Unterstützerszene so ein Stück weit natürlich irgendwie erstmal erodiert und die Akteure dann aber erstmal in den Untergrund gehen. Also in Kritik an der RAF und an dieser Mai-Offensive quasi eine neue Form des Terrorismus dann quasi etablieren. Und zwar grenzen sich ja eben ab von der RAF als quasi Teilzeit-Terroristen, die dann eben nicht, also um nicht so schnell zerschlagen zu werden, quasi ihren Alltag weiterführen und dann aber erstmal noch gar nicht aktiv wurden, sondern erstmal Jahre später dann eben sozusagen als Teil dieses dann wieder neuen transnationalen Terrorismus nach Palästina gehen und quasi dann wie eine Art ja auch wieder ein neues revolutionäres Subjekt dann in Palästina finden. Und zwar aber ein revolutionäres Subjekt, was viel weniger renitent ist als diese afroamerikanischen GIs, die ja dann, irgendwie, das hatte ich ja angedeutet, als Teil von, oder einige waren eben sehr stark von von der Black Power Bewegung inspiriert und haben sich eben verweigert, und in Palästina wurden sie eben mit offenen Armen empfangen und haben da dann ja auch militärische Ausbildung quasi genossen, und genau, und dann sozusagen setzt erst dieser Teil dieser Geschichte der revolutionären Zellen irgendwie ein, mit der zum Beispiel Entführung der Air France Maschine dann nach Entebbe und ja. Peter. Ja, genau. Wir machen in 10 Minuten dann irgendwie hier Schluss und dann öffnen wir. Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Wie Sie vollkommen richtig sagen, Herr Schmelzer, man muss wahnsinnig genau hinsehen. Also ich glaube tatsächlich auch mehr und mehr, dass bei der Suche nach der Gewalt die Frage nach direkten Kausalitäten in die Irre führt. Also jedenfalls monokausal kann man die Entstehung der Gewalt nicht erklären, und ich habe wirklich das Gefühl, man muss auch zunehmend Abstand nehmen von so einfachen Ursache-Wirkungs-Relationen. Also was man tun kann, ist bestimmte Dynamiken
sozusagen beschreiben. Und ja, was ich auch eine spannende Frage finde im Buch, ist die Frage, was macht eigentlich die Sprache? Was macht eigentlich gewalttätige Sprache? Die Gewalt ist omnipräsent in Bildern, in Sprachbildern, in Texten, aber offensichtlich setzt sie sich nicht eins zu eins in praktische Gewalt sozusagen um. Sie haben ja sogar die These, Herr Schmelzer, dass es möglicherweise so eine Art Katharsis ist, so eine Art Ventilfunktion. Die Leute sind eben verbal gewalttätig, damit sie sozusagen nicht praktisch gewalttätig werden. Ist vielleicht für einige Akteure plausibel, aber sicherlich dann auch sozusagen nicht alle. Ne? Also ich glaube, die Dehumanisierung des politischen Gegners, die ist natürlich schon der erste Schritt zu einer Praxis der Gewalt. Also ne, wenn eben alle Pigs sind und eben auch in Bildern diese Pigs eben immer mehr geschlachtet werden, dann fallen natürlich auch bestimmte Hemmschwellen im realen Leben. Ne? Ich erinnere nur an Ulrike Meinhof. Ne? Die Bullen sind Schweine und es sind keine Menschen und wir wollen nicht mit ihnen reden und natürlich darf geschossen werden. Ne? Aber wie gesagt, da gibt es sozusagen keinen linearen Weg. Ne? Es sind ja letztlich auch immer Gruppenkonstellationen, die entscheidend sind. Und ich würde tatsächlich meinen, dass bei der RAF dieser Kontakt zur Black Panther-Bewegung zumindest keinen realen personellen Hintergrund hatte, meines Wissens. Aber korrigieren Sie mich, Herr Schmelzer, vielleicht wissen Sie das auch besser. Ja, nee, da, genau, so glaube ich auch. Genau. Ich hätte nur eine Sache noch vielleicht zu dieser Dehumanisierung des Gegners als Pix. Und das ist, glaube ich, richtig, dass es irgendwie, also ein Teil von der Geschichte ist die, also Gewalt, also gewalttätige Sprache muss ja erstmal mühsam übersetzt werden in Gewalt und da ist es natürlich wahrscheinlich ein Katalysator, aber auch gleichzeitig beruht auch das ja eben auf Gegenseitigkeit. Denn, also eine Anekdote veranschaulicht so ein bisschen, Kadi Wolf war eben, wie schon gesagt, in den USA für eine Reise, hat den SDS besucht und war bei der Black Panther Party und war dann von dem Untersuchungsausschuss vorgeladen und wurde da gefragt, also es ging dann um die Black Panther Party und um deren Militanz und wurde gefragt, ob es sich denn bei, also als quasi so eine Suggestivfrage, ob es sich bei den Panthers quasi um Menschen oder um Tiere handelt. Und da hat er geantwortet, I prefer Panthers to pigs. Also, aber da sieht man ja auch diese Suggestivfrage, das verdeutlicht ja auch, also, und gerade in den USA ist es ja ganz virulent, dass diese Gewalt eben auch eine Gegengewalt besitzt. Absolut. Oder eben andersrum. Und ich glaube, genau. Ja. Und diese Gegengewalt hat ja auch ganz im ganz konkreten Falle, also in den USA, sehr viel mehr Todesopfer gefordert als, ne? Also beziehungsweise die Gegengewalt des Systems, des FBI und eben der unterschiedlichen Repressionsaktionen der verschiedenen Polizeien in den USA. Mhm. Ja. Also das Scheitern der Black Panther Party war ja auch ein Resultat der Tatsache, dass die eben einfach aufgerieben worden sind, zermürbt worden sind, teilweise wirklich umgebracht worden sind, ne, vom politischen Gegner. Ja, sie waren Staatsfeind Nummer eins in der Zeit, in der quasi Krieg in Vietnam geführt wurde. Also das war schon bemerkenswert, der Aufwand und dieser Repressionsmaßnahmen. Ja. Vielleicht zum Schluss, also Schluss jetzt von uns als Frage, noch ein Punkt, der in dem Buch eine extrem wichtige Rolle spielt. Ich meine, das Buch ist extrem facettenreich, aber ganz stark in dem Buch und für den Leser, die Leserin sicherlich einigermaßen überraschend, wenn er oder sie sozusagen nicht mit der Materie vertraut ist, ist natürlich, welche Rolle Rassismus und Sexismus in der Studierendenbewegung tatsächlich auch spielte, ja, also in der Wahrnehmung sozusagen afroamerikanischer Militanz. Und umgekehrt natürlich sozusagen haben Sie es geschafft, auf unglaublich reflektierte Weise auch zu zeigen, dass die Black Panthers selber mit diesen rassistischen Stereotypen auch spielen können. Ja.
Also deswegen sozusagen die Frage, wie sozusagen sind Sie eigentlich auf diese Thematik, klar, auf die Thematik stößt man irgendwann, aber wie sind Sie da sozusagen eigentlich drauf losgegangen? Wie sind Sie sozusagen da irgendwie mit der Interpretation, mit welcher Interpretationsfolie sind Sie da rangegangen? Also, ja, ich glaube, also das liegt ja schon so eine Weile her, das ist eine Weile zurück, aber ich glaube, also erstmal über die Quellen, also tatsächlich, dass ich irgendwie sehr auffällig fand, sagen erstmal in diesen GI-Untergrundzeitungen, über was wird da überhaupt gesprochen? Und was natürlich relativ naheliegend ist, dass es da viel um Männlichkeit geht, weil das ist einfach, also die diese Zeitungen schreiben, sind eben Männer und auch Soldaten. Zum Teil nicht alle tatsächlich, also es wurden ja auch quasi Veteranen in Deutschland eben entlassen quasi und sind dann nicht in die USA zurückgekehrt. Also die GIs waren häufig in Deutschland als quasi auf Station nach dem Vietnamkrieg, um nicht sofort quasi in die USA zurückzukehren, weil man Angst hatte, dass die so traumatisiert sind, dass sie in den USA eine größere Gefahr darstellen, als quasi, wenn sie erstmal in Deutschland nochmal parkt. Da waren sie dann irgendwie für 2 oder 3 Jahre und genau, wurden dann quasi zurückgeschickt und zum Teil aber auch irgendwie entlassen. Das heißt, es waren nicht nur Soldaten, die da geschrieben haben, aber genau, dadurch ist dieses Sprechen natürlich sehr stark geprägt von Sprechen auch über Männlichkeit und dann irgendwie ist natürlich, und da habe ich mich natürlich sehr stark von der Sekundärliteratur auch leiten lassen, aber irgendwie liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass das revolutionäre Subjekt, was ja irgendwie ein sehr großes Thema ist, einfach in der Studentenbewegung, aber überhaupt in linken Bewegungen dieser Jahre, dass das natürlich ein Geschlecht hat und dieses Geschlecht ist halt männlich und sozusagen sowohl in der Antizipation als auch in der Selbstpräsentation als revolutionäres Subjekt spielt dann natürlich diese Inszenierung von Männlichkeit und Männlichkeitsrituale eine sehr große Rolle. Und ich glaube, daher kommen auch so ein Stück weit diese sehr stark überzeichneten auch Darstellungen von Gewaltausschreitungen innerhalb der Kasernen in diesen Zeitungen zum Beispiel. Genau, wo irgendwie dann afroamerikanische GIs immer als Sieger hervorgehen und sich dann gegen irgendwie 20 Weiße zum Teil irgendwie durchsetzen. Irgendwie. Also, und natürlich ist es dann, wenn man sich hineinversetzt in diese weiße Leserschaft in der Unterstützerszene, ist es natürlich dann irgendwie sehr naheliegend, dass für die mit deren Vorstellung eines revolutionären Subjektes dann sehr attraktiv quasi war. Und genau, und dass ich dann, und genau, diese Frage zu dieser Verschränkung von so, das ist ja nicht nur Race und Gender, sondern auch Race, Gender und Class, die quasi in diesen Dialogen zwischen den GIs und den Studierenden irgendwie stattfindet. Da fand ich es auch irgendwie sehr frappant, zum Beispiel, dass, also wie naiv zum Teil, also gut, das ist natürlich das damalige Maßstäbe, aber irgendwie mit diesen Fragen umgegangen wurde. Und zwar zum Beispiel wurde sehr, genau, gab es zum Beispiel diese Praxis, dass innerhalb der Unterstützerszene Frauen dazu aufgerufen wurden von den männlichen Beteiligten, sich sagen, auf afroamerikanische GIs einzulassen, sie abzuschleppen, um dann quasi diese Allianzen gegen diese Widerstände der GIs quasi doch zu etablieren. Und sagen Frauen, die sich dann dem widersetzt haben, da gibt es irgendwie Erinnerungen daran, und die ich irgendwie einsehen konnte, und also in Memoiren, und die wurden dann eben als quasi Klassenfeind, Klassenfeindin quasi degradiert. Genau, und da sieht man ja, wie sich das da irgendwie, wie das da irgendwie verschwimmt, und gleichzeitig bildete ja dann wiederum Klasse, also Class, quasi ein Argument auf Seiten der Unterstützerszene, um quasi auch wiederum diese Widerstände der GIs zu brechen und zu sagen, wir sind ja auch unterdrückt, weil wir sind Teil irgendwie des Proletariats und wir haben irgendwie, wir werden unterdrückt, wir haben lange Haare und sind nonkonform und unsere langen Haare repräsentieren quasi die schwarze Haut. Genau. Aber Sie haben ja eine These jetzt nicht in Bezug auf Gender, aber in Bezug auf Race, und die lautet ja in etwa, die Rezeption der Politik der Black Panthers lief ab einem bestimmten Punkt nicht mehr über die Kämpfen gegen Rassismus, sondern was in deren Mittelpunkt steht, ist es der US-Imperialismus.
Also der Rassismus wird quasi rausgeschrieben aus dem Programm in irgendeiner Weise. War das was typisch Deutsches? Wahrscheinlich nicht. Oder gab es das auch in anderen Bewegungen? Also ich glaube, das kann ich nicht so ganz beurteilen, ob das was typisch Deutsches war. Aber es hatte ein Stück weit auch damit zu tun, quasi wie sich die Black Panther Party selbst positioniert hat. Mhm. Denn anders als die Black Power Bewegung war es eher sehr daran gelegen, irgendwie Kontakte und Allianzen zu weisen, zu etablieren. Und dadurch hatte sie auch so ein Stück weit, also zum Teil irgendwie darüber hinweggesehen, dass es irgendwie für Weiße auch ein Stück weit einfach ihr Klassenkampf quasi ist und der Rassismus darin eben Nebenwiderspruch darstellt. Mhm. Ja. Blöde Frage von mir, natürlich typisch deutsch, keine Ahnung, aber... Ich muss zugeben, dazu weiß ich tatsächlich auch zu wenig. Also ich habe den Eindruck, das ist tatsächlich noch ein blinder Fleck in der Forschung, der auch sozusagen für andere europäische Nationen noch aufgearbeitet gehört. Ich würde aber gerne noch einen Satz sagen zur Geschlechterdimension, denn die Frauen sind ja quasi ein anderer Akteur, der quasi rausgeschrieben worden ist aus dieser Geschichte von 68, der jetzt über das neue Buch von Christina von Hodenberg beispielsweise auch erst nachträglich sozusagen wieder reingeschrieben worden ist. Aber die Frauenbewegung ist ja interessanterweise eben auch völlig blind auf diesem rassismuskritischen Auge. Ne? Also die nehmen Race ja sozusagen auch nicht als Problem wahr, was ja dann wiederum zur Folge hat, dass sich die schwarzen Frauen innerhalb der Frauenbewegung dann eben auch selbst organisieren. Also im Grunde denselben Prozess, den die weißen Frauen angestoßen haben, für sich quasi nochmal nachvollziehen, indem sie sich eben in geschützten Räumen treffen, indem sie unter sich sind, um sozusagen ihre eigene Geschichte, ihre eigene Identität, ihre eigenen Probleme aufzuarbeiten und zu entdecken, dass ihre privaten Probleme eminent politisch sind, nämlich quasi nicht ihre eigenen sind, sondern Probleme der sie umgebenden Gesellschaft. Mhm. Ja? Da sind wir aber tatsächlich dann sehr viel später, also das ist ja dann, da sind wir bereits in den 80er Jahren. Ja? Und es sind eben vor allen Dingen afrodeutsche Akteure, also tatsächlich Frauen, die eben in der Bundesrepublik sozusagen geboren sind, aber denen eben ihre Zugehörigkeit zur weißen Nation eben ganz dezidiert und ganz strikt verweigert wird. Ja. Und ich habe jetzt, als ich Ihr Buch quasi nochmal gelesen habe, Herr Schmelzer, mich auch ein Stück weit gefragt, ob möglicherweise diese starke Präsenz sozusagen von schwarzen GIs in der Bundesrepublik ein Stück weit auch ja, diese Präsenz von Afrodeutschen nochmal zusätzlich unsichtbar gemacht haben, weil sozusagen die Blackness immer von außen zu kommen schien. Schwer zu sagen, ich weiß nicht, wie Sie die Frage beantworten würden. Also zu der Zeit gab es ja erstmal noch gar keine Sichtbarkeit vielleicht, also in einem sozusagen dominanzkulturellen Perspektive, denn diese, die Sie angesprochen haben, diese afrodeutsche Frauenbewegung dann 85 mit dem, das kam, war dann dieser Besuch von Audre Lorde. Ja, auch wiederum angestoßen, in Berlin, genau, das kam eine eben auch US-amerikanische Akteurin. Und diese Selbstbesinnung, genau, dann irgendwie erstmal überhaupt afrodeutsche Spuren zu sammeln, diese Selbstbesinnung reagierte ja auf eine einfach Unsichtbarkeit von afrodeutschen Stimmen in Deutschland und sagen, ich glaube, dadurch hatte diese Black Panther Party Solidarität gar nicht so das Potenzial, irgendwas quasi, oder das habe ich nicht, also verstehe ich sonst nicht so ganz, wie, also es gab ja diese Sichtbarkeit erstmal noch gar nicht und gleichzeitig wiederum ist ja diese Präsenz der afroamerikanischen GIs sehr häufig eben eine Dauerpräsenz, also sehr viele sind ja eben nicht zurück in die USA, sondern bis zum Ende des Kalten Kriegs waren es 3 Millionen. 3 Millionen, ja, die Zahl habe ich auch nochmal. Soldaten, die dauerhaft in Deutschland gelebt haben. Und genau, also dadurch haben sich natürlich irgendwann diese gegenkulturellen Prozesse,
dieser 60er Jahre dann auf die Gesamtgesellschaft quasi übertragen und haben dann auch da irgendwie zu Aushandlungen geführt und auch zu einem eben quasi Bruch von dieser Farbenblindheit der Gesellschaft dann in den, aber eben erst in den 80er Jahren, also deutlich später als, als der Zeitraum dieser Allianz. Wollen wir öffnen? Sehr gerne. Gut, sind hier gleich Fragen, weiß ich nicht. Fangen wir da an, gehen wir dann so rüber. Bitte. Ich wollte sagen, dass mir ein Aspekt fehlt in dem, was Sie gesagt haben. Und ich gehe jetzt mal von der Kletterbewegung aus, oder von der Blacklist aus. Und das ist die Erfahrung der Sklaverei. Die Sklaverei löscht einen Menschen aus, löscht die Identität aus. Ein männlicher Sklave ist ein Boy und er ist kein Mann. Das erklärt bestimmte Männlichkeitswünsche. Das ist eine so tiefe Verletzung, dass man eigentlich kaum etwas anderes sich wünscht als die Gewalt. Malcolm X hat gesagt, ich habe keinen Nachnamen, ich bin ein Nichts. Ich trage nicht den Namen meines Sklavenhändlers. Cassius Clay ist eine andere Sache. Cassius Clay hat gesagt, ich bin nicht Cassius Clay. Ich erfinde mich neu. Ich bin Mohammed Ali. Und er ist ins Gefängnis gegangen dafür, dass er den Wehrdienst verweigert hat. Er hat sich eine neue Identität geschaffen, die Black Muslims. Das heißt, er hat sich angebunden an eine Hochkultur und hat damit eine neue Identität und auch eine neue Männlichkeit gewonnen. Es haben sich andere Leute angeschlossen an die äthiopische Kultur. Es ist die Negierung der Kultur, in die sie hineingeboren sind und die sie unterdrückt haben. Und das ist die Negierung, das heißt, ich suche mir eine neue Kultur, ich suche mir eine neue Tradition. Das unterscheidet die Nachkommen von Sklaven im Wesentlichen von allen anderen unterdrückten Völkern, die ja immer noch irgendwo Zugang zu ihrer eigenen Kultur hatten. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Mhm. Es ist auch nicht unwesentlich, dass Obama nicht der Sohn eines Sklaven ist, sondern der Sohn eines Afrikaners. Er hat das nicht erlebt. Okay, gut. Und ich finde, dass dies ein ganz wesentlicher Aspekt ist, aus woraus entsteht Revolution. Alle Revolutionäre, die sie genannt hatten, hatten ihre Identität, die wussten, was sie wollten, die hatten ihre Überzeugung und so weiter. Die hatten überhaupt kein Problem dafür, die wollten eine bessere Welt haben. Gut. Die Schwarzen in der Armee, auch wenn sie mal aufmupfen, sind Teil des Systems, weil die Armee der beste Arbeitgeber für Schwarze ist. Gut, ich glaube, die Frage kam jetzt an. Also ich wiederhole sie eigentlich nur nochmal für den Stream. Es geht um die Frage, wie weit das Sklaverei und die Erfahrung der Sklaverei gerade sozusagen für die afroamerikanischen GIs und deren Gewaltverständnis eine Rolle spielte. Ja, also spielte eine sehr große Rolle. Also tatsächlich auf Seiten der afroamerikanischen GIs, aber eben nicht auf der Seite der Unterstützerszene. Da spielte also der ganze Kontext von Kolonialismus und Sklaverei überhaupt keine Rolle, sondern eigentlich Rassismus war ein Phänomen, was in den USA stattfindet und nicht in Deutschland und auch nichts mit der deutschen kolonialen Vergangenheit und auch nichts mit Sklaverei zu tun hat. Aber andersrum gab es sehr viele Aushandlungen innerhalb der Black Panther Party und der Black Power Bewegung um eben natürlich das Erbe des Kolonialismus. Also deswegen, was wir am Anfang hatten, diese Frage, am Anfang war Amerika in der quasi 68er Bewegung, das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, denn die US-amerikanische Black Power Bewegung hat sich sehr stark auf auch antikoloniale Befreiungsbewegungen bezogen und eben auch auf das Erbe eben des Kolonialismus. Und da finden sich eben sehr viele Bezugnahmen darauf, irgendwie eine neue Form von tatsächlich Männlichkeit zu finden, aber gar nicht so sehr interessanterweise in Abgrenzung zur Sklaverei, sondern eher umgekehrt. Gibt es ja diesen Bestseller von Eldridge Cleaver, Seele auf Eis, der auch, also Soul on Ice in den USA, übersetzt dann
tatsächlich sehr, sehr viel gelesen und rezipiert, in dem Eldridge Cleaver, also in diesem Buch, den Punkt macht, dass die Weiße in dem System der Sklaverei quasi ihren Körper verloren haben, weil sie die körperliche Arbeit an Nicht-Weiße abgegeben haben. Und sozusagen da drin steckt dann wiederum quasi diese Geste zu sagen, quasi wir haben, und er nennt es dann irgendwie, also in der Übersetzung ist es der hypermaskuline Körper, wir besitzen den hypermaskulinen Körper. Und sozusagen das ist dann wiederum ein Argument dafür, zu sagen, wir sind das revolutionäre Subjekt, wir sind militant und wir sind quasi, wir haben das Gewaltpotenzial. Wir benutzen es natürlich irgendwie als Selbstverteidigung, aber wir haben quasi das Gewaltpotenzial. Oder lauter reden, aber ich wiederhole die Frage nochmal. Ja. Die Frage war, gibt es sozusagen in der Rezeption dieser Black Panther-Bewegung sozusagen sehr starke romantische sozusagen Elemente, die auf der Basis von Missverständnissen erfolgt sind, weil man beispielsweise eher firm war bei der Lektüre von Horkheimer Adorno, aber eigentlich sozusagen relativ wenig Ahnung hatte von afroamerikanischer Romanliteratur oder eben auch von Musik, also nur als Wiederholung ungefähr. Ja, ich kann es, also sehr spannende Frage, ich kann es nicht so wirklich so stichhaltig irgendwie beantworten, glaube ich, weil, ja, das aber an den, sozusagen, es geben die Quellen nicht so richtig her, die ich gelesen habe, sozusagen, was da deutlich ist, dass sie, die lesen schon quasi diese Einschläge Literatur der Black Panther Party, aber immer sehr, sehr, oder auch der Black Power Bewegung, aber sehr zeitverzögert, also das kommt dann irgendwie immer irgendwie 5 Jahre oder 4 Jahre, irgendwie so 3-4 Jahre später an, quasi. Und es liegt natürlich auch an den Übersetzungen, aber also die lesen auch dann zum Teil auf Englisch, aber auch da kommt es irgendwie später an. Also das heißt, diese ganzen Debatten und Diskurse sind sehr verspätet. Also das ist irgendwie eine Auffälligkeit dieser Rezeption. Aber genau, inwieweit jetzt quasi Romantik da so eine große Rolle spielt und eine Leerstelle, das kann ich nicht so genau beantworten. Naja, also typisch ist ja schon, dass schwarze Intellektualität tendenziell ausgeblendet wird und eher so eine Rezeption über das Lebensweltliche erfolgt, also über Musik, über Tanz und so weiter. Ich fand eine Anekdote sehr schön, die Sie schildern, Herr Schmelzer. Ich glaube, es ist Bobby Baumann, der ja dann, ne, zu den Mitgründern der Bewegung 2. Juni gehört, der sich die Haare lang wachsen lässt und meint, auf die Art und Weise kann er sich eigentlich den Lebenserfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland annähern oder sich denen anverwandeln. Und er erzählt, er hätte Stevie Wonder oder Marvin Gaye, was hat er gehört? Jedenfalls behauptet er dann, er habe sich aufgrund seiner proletarischen Herkunft intuitiv richtig bewegt.
Also ohne, dass ihr jemals vorher Schwarze haben tanzen sehen, Let's Twist Again, come on, Let's Twist Again, das war, hätte er quasi intuitiv den Twist richtig getanzt, was sozusagen bedeutet, er habe das entsprechende Feeling sozusagen gehabt. Ne? woran man sieht, dass es natürlich auch jede Menge projektiven Ballasts sozusagen dabei gab, ne? Und ja, letztlich eine völlige Verkennung der Gewalterfahrung, der Diskriminierungserfahrungen, ne, die sie eben angesprochen haben und die eben schwarze Menschen sozusagen mitbrachten. Ne? Also man muss ja auch einfach nochmal daran erinnern, wie kurz die Sklaverei in den USA ja auch erst zurücklag. Ne? Also, und die Sklaverei war zwar nominell abgeschafft, aber erst 1964 durch den Civil Rights Act war eben auch die Rassentrennung, also vom Gesetz her abgeschafft. Aber formal juristisch brachte das sozusagen den schwarzen Menschen in den USA eben wenig, wie es ja auch bis heute sozusagen nicht, sozusagen, wie wir wissen, nach wie vor massiven Rassismus gibt. Ne? Und ich meine, die frühe Besatzungsarmee nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach Deutschland kam, das war noch eine segregierte Armee. Ne? Also da waren sozusagen Schwarze und Weiße noch in unterschiedlichen Kasernen untergebracht. Und also man musste den Rassismus natürlich nicht nach Deutschland importieren, ne? Völlig klar. Aber man kann sich schon vorstellen, dass sich die Deutschen in ihrem eigenen Rassismus eben durch diese Praxis auch bestärkt gefühlt haben. Und natürlich konterkarierte es vollständig die Re-Education-Bemühungen der Amerikaner. Und dann kamen eben sofort diese entsprechenden Aufrechnungsdiskurse. Wieso sollen wir uns, ne, unserer NS-Vergangenheit stellen, während ihr Amerikaner eben ja selber die größten Rassisten seid, wie man sieht. Ne? Also ich fand auch sozusagen sehr, sehr treffend, dass Sie gerade nochmal den spezifisch deutschen Charakter dieser Geschichte sozusagen erwähnt haben. Ne? Das war eben eine Gesellschaft, die auf den Trümmern der NS-Vergangenheit errichtet worden war. Das haben Sie ja eben auch noch gesagt. Und selbstverständlich gab es in der jüngeren Generation ja sozusagen ein sehr ambivalentes sozusagen Verhältnis dazu. Es gab schon auch sehr stark den Impuls, sich davon distanzieren zu wollen. Also weil man eben auch gerade im Kontakt mit Nichtdeutschen, auch in Europa, die Erfahrung machte, dass man sozusagen mit diesen deutschen Verbrechen in Zusammenhang gebracht wird. Ja? Von daher war die Sehnsucht nach einer anderen Haut oder einer anderen Hautfarbe sozusagen schon präsent. Ja? Und ich würde ja auch immer sagen, also die deutschen Terroristen gehen in die Gewalt, weil sie Deutsche sind, obwohl sie Deutsche sind. Also sie wollen an diesem internationalen Aufbruch, an dieser militanten, revolutionären Bewegung teilhaben, um sich als Deutsche vor den Augen der Welt sozusagen zu beweisen. Ja? Aber gleichzeitig unterliegen sie dabei eben einem Wiederholungszwang. Also Heinz Buder hat ja mal gesagt, das ist eine misslungene Entsolidarisierung von den Eltern. Und ich finde das eine ziemlich zutreffende sozusagen Bemerkung. Vielleicht zur Frage nochmal, ich denke, dass im Prinzip vielleicht Verlagsgeschichte ein bisschen helfen würde. Anekdotisch würde ich auch sagen, The Invisible Man, ich habe ihn dann auch auf Deutsch übersetzt, das waren keine Übersetzungen aus den 70er Jahren, sondern das waren Übersetzungen aus den 90ern oder so. Ob es vorher dann schon sozusagen Übersetzungen gab, keine Ahnung, aber das könnte man vielleicht mal nachprüfen, weil ich würde vermutlich auch denken, so viele Leute haben die Romane auf Englisch in den 70er oder 60er Jahren nicht gelesen. Daneben, der Nachbar. Vielleicht nur zur Wiederholung wegen Stream. Was hat sich die Black Panther Party selber versprochen durch die Allianz mit deutschen, bundesdeutschen Studierenden? Ja, ist eine gute Frage. Das, genau, also
so ein Stück weit, glaube ich, war das ein Automatismus, dadurch, dass Eldridge Cleaver in den USA untergetaucht ist, also er wurde gesucht und ist dann irgendwie nach Algerien in die verlassene vietnamesische Botschaft und hat da eben quasi einen Außenposten der Black Panther Party begründet, der dann so eine eigene Dynamik entwickelt hat. Und von da ausgehend wurden dann, und eben nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen, also in skandinavischen Ländern, aber auch in sonst westeuropäischen Ländern, eben diese Solidaritätskampagnen quasi mit initiiert und aber eben im Grunde eigentlich auf allen Kontinenten, also auch in anderen afrikanischen Ländern und in Asien, also auch in Indien gab es quasi Solidaritätskomitees für die Black Panther Party. Und ich glaube, dahinter steckte also ganz klar der Anspruch, diese revolutionäre Avantgarde irgendwie zu repräsentieren und dann quasi innenpolitisch wiederum quasi diese Stärke auch repräsentieren zu können, also dann in den USA wiederum. Und der Anspruch war ja eben quasi im Herzen der Bestie, also das ist ja quasi also in den USA, quasi im Herzen des Imperialismus, eben diese zweite Front quasi des Vietnamkriegs zu etablieren. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Stück weit angelehnt an Strategien von antikolonialen Befreiungsbewegungen, die ja auch versucht haben, so quasi so Sanctuaries im Westen quasi zu etablieren, also quasi so eine Art sicheren Hafen für auch infrastrukturelle Hilfe zum Beispiel. Also Algerien hat sich ja, das sind ja diese Geschichte der Kofferträger, in Deutschland quasi auch wiederum haben sie versucht, Algerien, also die algerische Befreiungsbewegung, Unterstützer und Unterstützerinnen zu gewinnen, die dann eben Waffen in Koffern quasi nach Algerien bringen. Und ich glaube, so ein Stück weit hat sich die Black Panther Party daran eben orientiert, ganz explizit auch. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, also wir hatten gesagt, die Militanz ist sozusagen in den Quellen eher so im Vordergrund. Und die Black Panther Party war ja über das, was sehr stark rezipiert wurde, hinaus ja sehr vielschichtig, also sozusagen was die Positionierung zur Frage der Militanz anbetrifft. Also wir hatten das im Gegensatz erlebt, es gab sozusagen die Abspaltung in den Anfang der 70er Jahre, wo dann später auch Bobby Seale seinen Wahlkampf gemacht hat und so. Und, ich fände das interessant, wenn Sie nochmal was sagen können, ob das in den Quellen auch Niederschlag gefunden hat, sozusagen so andere Aspekte und genauso für Kritik an Sexismus, weil auch die Black Panther Party war ja sehr viel heterogener in Bezug auf Kritik an Sexismus, Kritik an Homophobie. Also diese Rede von Green Newton beispielsweise, 1951, wo er dann auch Schwule sozusagen als Brüder adressiert direkt und sozusagen also sehr früh schon eine Kritik auch an Homophobie formuliert, genauso auch schwarze Frauen innerhalb der Black Panther haben intern Sexismus kritisiert und das war sehr früh dabei so bei der Kritik an Sexismus und findet das irgendwo einen Niederschlag auch in dem eine Publikation hatten Sie erwähnt, Voice of the Dumb, findet das irgendwo einen Niederschlag oder ist das sozusagen nur diese hegemoniale Erzählung von hypermaskuliner Also die Frage war, vielen Dank, die Frage war, ob nicht die Black Panther Party ohnehin sozusagen sehr viel heterogener war, unterschiedliche Diskurse wurden hier geführt, auch sehr unterschiedliche Positionen artikuliert, auch im zeitlichen Abstand über Sexismus und Homophobie und so weiter, ob das diese Heterogenität quasi auch Eingang gefunden hat in die Untergrundzeitschriften, die Sie analysiert haben. Ja, also sehr bedingt tatsächlich. Ich glaube, diese Vielfalt wurde überhaupt nicht abgebildet und auch in den Untergrundzeitungen eben sehr verspätet. Und also gerade, also wie gesagt, es gab ja dann diese Aufspaltung, gerade diese US-amerikanische Black Panther Party und die Debatten, die da geführt wurden, glaube ich, die kamen kaum irgendwie richtig an. Also gerade besonders wenig dann bei den weißen Studierenden in der Unterstützerszene. Und also
in den USA haben sich dann, also mit dem Einsetzen der Repressionen und dieser Co-Intel-Pro-Maßnahmen, diese quasi, diesen Versuchen quasi, die zu zerschlagen, diese Black Panther Party, und hat sich die Black Panther Party auch sehr stark darauf besonnen, auch von dieser Militanz Abstand zu nehmen und diese wirklich nur zu reduzieren auf quasi Notwehrhandlungen und auf irgendwie bewaffnete Selbstverteidigung, aber auch eben das zu flankieren eben durch ganz viel Community-Arbeit, und die haben ja Frühstücksprogramme etabliert für Kinder, die sich vor der Schule eben das Frühstück nicht leisten konnten, und dadurch, und das wurde irgendwie kaum rezipiert, also nicht in der Unterstützerszene, spielte diese Militanzdiskurse eine sehr hervorgehobene Rolle. Letzte Frage vielleicht. Also ich bin so durch den Zufall hier reingerutscht, weil Oskar mich nicht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Abend, insofern ist ein Phänomen beleuchtet. Also ich glaube, es könnte so ein Art kulturelles Echo geben bei einer noch gar nicht so alten Entwicklung, nämlich der Rezeption des sehr, sehr aggressiven und Männlichkeitsideale bewirtschaftenden Hip-Hops, also des Gangster-Raps und des Straßen-Raps, und seine Rezeption in der weißen Mittelschicht. Ja. Also, nur, also Rap politisiert sich, und dann kommen Bands wie NWA und so weiter, eben wie Sie es beschrieben haben in diesen Publikationen, hochaggressive Virilität, die sich darstellt, und das wird aber ein Massenphänomen rezipiert von weißen Mittelschichtskids, die so vielleicht ein revolutionäres Subjekt suchen, aber vielleicht ein kritisches Subjekt. Adorno würde sagen, bitte alles wieder stillgestellt, von der Kultur ist es nicht klar, wir hören das und die Klamotten, dann war es gut. Ja. Aber das ist eine erstaunliche Parallelität, wo man sich fragt, wieso hören denn der Philipp und die Charlotte, hören die so aggressives Zeug? Weil wir dann unsere Eltern nerven können, weil wir keine Lust haben auf Geigenunterricht. Und das ist auch eine, und gefährlich wird es dann, wenn man, das scheint ja damals auch passiert zu sein, dass man sagt, wir nehmen das ernst, was sie da sagen. Ja? Ice-T, der sagt, get out of your car, I'm gonna shoot you, car. Der Songzeile, die ihn auf dem Radar des FBI gefördert hat, sehr schnell. Aber wenn ich als weißer Junge denke, Mensch, oder als, vielleicht auch als migrantischer Junge, da wird es dann noch komplizierter. Genau, man muss sich echt zur Wehr setzen gegen das Schweinesystem. Ja? Und heute ist es eben, keine Ahnung, so eine Mittelschicht, die ich auch nicht teilhaben muss. Aber das fand ich sehr, sehr. Also die Frage war, ob es eine Parallelität gibt zwischen diesem merkwürdigen Aufeinandertreffen von afroamerikanischen GIs und bundesdeutschen Studierenden in der 68er und Post-68er Bewegung auf der einen Seite und der sehr viel später einsetzenden Hip-Hop-Musik, quasi, die auch eine sehr große Anhängerschaft quasi in der weißen jugendlichen Mittelschicht hatte. Gibt es Parallelen, gibt es zeitliche Kontinuitäten oder so? Natürlich eine sehr schwierige Frage, aber ja, vielleicht sozusagen zum Abschluss ideal, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, ich fand es auch total spannend, als ich diese Quellen so gelesen habe. Also natürlich gibt es da irgendwie einen zeitlichen Bruch, das ist halt viel früher, eben in den 60er Jahren, und dann irgendwie Hip-Hop kommt dann irgendwie in den 80er Jahren auf, aber die Diskurse, die da geführt werden, sind wirklich sehr ähnlich, die lassen sich wirklich so als so übereinander layern, und interessant fand ich besonders, dass das ja, also in dieser afroamerikanophilen quasi dieser Unterstützerszene mit diesen Versuchen irgendwie sich quasi anzuverwandeln, dieser afroamerikanischen Subjektivität, dass quasi diejenigen, also da handelt es sich ja ganz konkret um kulturelle Aneignung, also die versuchen quasi dann Soul-Musik zu hören und quasi das Feeling zu haben des Souls, und interessant ist ja, dass es ganz häufig dann um quasi kulturelle Artefakte geht, die gerade Zugehörigkeit und Identität verhandeln, aber auch Exklusivität. Also sagen, auf der anderen Seite gibt es nämlich eben auch die Diskurse innerhalb der afroamerikanischen Popkultur dann, also oder der entstehenden innerhalb von diesen Soul-Diskursen den Anspruch, dass es irgendwie eine exklusiv schwarze Musik ist und von Weißen gar nicht gehört werden kann. Und sozusagen, das überträgt sich ja dann, lässt sich ja auch wiederum auf den Hip-Hop dann so ein Stück weit übertragen. Und
das passt ja auch dann wiederum auf der anderen Seite dazu, dass Weiße quasi gerade gegen den Widerstand, gegen diese Verweigerungshaltung oder gegen diese Exklusivitätsansprüche sich widersetzt haben und dann umso quasi begeisterter waren, wenn sie dann gespürt haben, dass sie zum Beispiel mit ihrer proletarischen Herkunft dann das Feeling dieser Musik bekommen können. Peter? Ja, also ich habe es eigentlich eher als Kommentar verstanden, den ich sozusagen auch sehr klug beobachtet sozusagen fand. Ne? Also das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass eben immer eine ganze Menge lost in translation ist. Ne? Und dass eben die Breite und der Reichtum und eben auch der lebensweltliche Hintergrund im Rahmen einer solchen Adaption eben einfach verloren geht. Ne? Und man muss, glaube ich, sehr aufpassen, auch wenn man sozusagen darüber spricht aus der wissenschaftlichen Distanz, dass man nicht irgendwie ein neues Kollektivsubjekt sozusagen da kreiert, was man eben essentialistisch fasst. Ne? Also das sind eben die, wie es eben auch angemerkt wurde zu Recht, das sind eben die Hypermaskulinen und die Hypervirilen und die Homophoben und die, die eben die Musik im Blut haben. So, ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass man ein Stück weit aufpassen muss, diesen Hintergrund der sozusagen der Sklaven, der Erfahrung der Sklaverei nicht zu essentialisieren. So wichtig das ist und so sehr wir auch heute wissen, dass eben solche Traumata eben auch weitergegeben werden von Generation zu Generation, muss man da, glaube ich, auch sehr genau hinsehen und sozusagen im individuellen Fall schauen, was ist da los. Ne? Also ne, wir dürfen eben auch keine neuen Opfer schaffen also im Rahmen unseres diskursiven Sprechens darüber. Das wäre sozusagen meine Warnung. Wir enden mit einer Warnung, was aber auch ganz gut ist. Ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, den Fragenden und Diskutanten und Diskutierenden und natürlich bei Pablo Schmelzer und Petra Terhoven für, wie ich finde, einen sehr, sehr lebhaften Abend, bei dem wir wahnsinnig viel gelernt haben. Ich will noch ankündigen, dass die Reihe Bücher am Hiss nächste Woche aus Termingründen schon weitergeht. Ein völlig anderes Thema, das aber merkwürdige Aktualität hat, obwohl es über einen mittlerweile sehr weit entfernten Landstrich geht. Es geht um Gerechtigkeit im Kongo, nämlich um die Frage, wie in einem Land, in dem sozusagen bestimmte Strukturen nicht existieren, Recht gesprochen wird, auch über Kriegsverbrechen sozusagen Recht gesprochen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das sozusagen ja, mit der Ukraine-Erfahrung, wo wir sozusagen über bestimmte Dinge völlig neu nachdenken müssen, letztendlich auch einen erheblichen Aktualitätsbezug hat. Es geht um fliegende Gerichte im Kongo und wir werden dort auch sozusagen wie am heutigen Abend diskutieren. Zunächst aber nochmals, kommen Sie gut heim und nochmal vielen Dank an Petra Terhoven und Pablo Schmelzer. Vielen Dank. Applaus